Spiel Tempelruine. Ah doch, da steht dran, wie oft wir gespeichert haben. Echt? Ja, dahinter ist eine Zahl. Bin ich mir bei mir noch nicht ganz so sicher. Also ich habe schon 37 Mal gespeichert. Ich versuche gerade noch zu laden. Nein, ich will nicht wieder auf Laras Anwesen. Ah! Ja, inzwischen steht es dahinter. Mhm. Und wie oft hast du schon gespeichert? 27 Mal. Yes, ich fühle wieder. Okay, gehen wir da rein. Also, darf ich noch erst begrüßen oder willst du direkt aus dem Spiel begrüßend starten? Ich finde, wir können direkt aus dem Spiel starten. Na, so hoffentlich greift uns da nichts an. Also ich stehe hier greift mich gerade nichts an. Ach so, du stehst da bereits. Ja, und Lara zielt auch auf nichts, wenn ich die Pistolen zücke. Gut. Gut, sie steht da genauso wie beim Beginn des ersten Levels, oder? Ein bisschen. Gut, aber wir sind jetzt nicht mehr im ersten Level, sondern bereits im zweiten Level. Das da heißt die Tempelruinen. Wir machen Fortschritte. Richtig? Ja, und in dem Sinne, herzlich willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Tomb Raider Teil 3 Adventures of Lara Croft heißt es, glaube ich. Ob ich meine CD-Hülle mit dem tollen Titel? Ich glaube, es heißt tatsächlich Adventures of Lara Croft. Ich weiß es nicht, ich weiß sowas nie. Ich lese das immer von der CD-Hülle ab. Aha. Aber die gerade habe ich irgendwo verlegt. Ne, das Teil 4, das Teil 5, das Teil 6. Ja. Also wird schon richtig sein. Wenn ich auf die Umgucken-Taste drücke, dann sehe ich schon, das wird gleich bestimmt lustig. Na, Halleluja. Also, ich habe unser Lösungsbuch in Griffweite. Yes, das werden wir bestimmt nicht brauchen, so. Richtig, das werden wir nicht brauchen. Und jetzt, wollen wir loslegen? Legen wir los. Dann legen wir los. Lara, ich hoffe, dass du freiwillig auf irgendwas schießt, wenn es dir was begegnet. Ah, okay, nehmen wir sofort mal das kleine Medipack mit. Und benutzen wir das kleine Medipack. Okay, das heißt, wenn ich auf das kleine Medipack zugehe, passiert irgendwas. Nein, dahinter. Ich wollte weiterlaufen. Gott, ist die groß. Okay, Lara, egal was da kommt, schieß drauf. Noch einer! Ich glaube, sie bewegt sich nicht mehr. Noch ein kleines Medipack. Ich wurde von zwei Schlangen getroffen und beide Schlangen haben mich vergiftet. Die ist ekelhaft riesig. Ja. Also ich habe irgendeine Tür geöffnet mit einem Hebel. Komm schon, ich sehe dich, Schlange. Okay, ich muss meine Augen deutlich besser offen halten in dieser Tempelruine. Speichern wir erstmal, dass wir zwei Schlangen getötet und einen Hebel gedrückt haben. Gott, zieht das Zeug einem schnell was ab. Mhm. Speichern. So, ich gehe wieder ganz nach oben. So ist brav. Nein! Hatte Yasu uns nicht vorgewarnt? Wovor? Spiel speichern und Spiel laden, es liegt ganz nah beieinander. Ups. Okay, das ist mir noch nicht passiert. Okay, gucken wir jetzt immer ganz genau, wo wir hingehen, Lara. Ich habe gehört, hier gibt's Schlangen. Gut, aber ich glaube, erstmal habe ich alle Schlangen hier getötet. So, ich glaube, das war wieder die erste Schlange. Wir haben das erste Medipack mitgenommen. Lara, zieh nochmal die Waffen. Hier drüben ist die zweite Schlange. Komme ich da dran? Nein. Cool, Lara. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber du bist erfolgreich über die Schlange drüber gesprungen, hast dich nicht von ihr beißen lassen. Und wo gibt's das zweite Medipack? Zweites Medipack? Ach, du hast das zweite Medipack nur genutzt. Richtig. Weil ich von beiden vergiftet wurde. Du, Lara, ich bin eigentlich kein Fan davon, jetzt ins Wasser zu gehen. Da sind Piranhas drin. Ein Hebel. So, da. Lara, da, Hebel. Hebel. Und ich vermute, dass Tür neben
Schlange bei Lara Hochter. Tür neben Schlange? Nein, Lara, nicht hochgucken, runtergucken. Richtig, das Tor ist aufgegangen. Welches Tor? Du hast an dem Hebel gezogen? Ja. Wo ist denn hier ein Tor, das aufgehen könnte? Sekunde, ich muss eben speichern. Und auch wirklich speichern. Hm? Weil ich habe jetzt zwei Schlangen, aber ich habe kein Tor. Also, nein, Lara. So oh, nicht. Das Tor. Wo es ganz gut nach unten geht? Ja. Das habe ich jetzt erst gesehen. Ja, also ich habe mal auf dem Tor rumgetanzt, weil ich wissen wollte, ob das einbricht. Wollen wir da runter? Ja, klingt am Plan. Ich bin unten. Ach so. Ich bin da gerade runtergefallen, dass ich das Tor gesucht habe. Ah, da liegt aber noch ein kleines Medipack unten. Das ist gut. Oh. Also bin ich jetzt auf plus minus null. Erste Abzweigung. Hm. Ach, Lara, kriech da mal hin. Kriech da mal, krochel da mal lang. Kriechen oder laufen? Laufen erstmal. Mir reicht erst das Medipack finden. Also zweites erst das Medipack finden. Dann bist du rechts rum quasi gegangen. Ja, und diesmal hast du mich nicht vergiftet, du blödes Vieh. Speichern wir, dass ich nicht vergiftet wurde. Okay. Also ich glaube, dadurch, dass sie jetzt wieder fröhlich auf dem Boden zusammenliegt, ist diese Schlange kaputt. Affe! Wenigstens vergiften Affen eigentlich. Noch ein Affe! Ha! Ah, Sekunde, ich muss auch irgendwie eine gute Sitzposition finden. Ja, ist in Ordnung. Davon ausgehend, dass mein eines Bein gerade wieder einschläft. Du auch. Ja. So, zwei Affen. Ich glaube, ich bin auf der anderen Seite des Flusses oder so. Ist mir egal, wo ich bin. Ich laufe überall mit gezückten Waffen lang. Eben, die Schlangen haben uns eine Lektion gelehrt, die wir so schnell nicht vergessen werden. Ich möchte nicht zu den Fischlis reinspringen. Nee, das finde ich auch, ist kein guter Plan, aber man kann hier, glaube ich, ganz gut klettern. Ja, das bestimmt. Außerdem liegt hier oben Munition. Munition ist gut. Ich glaube wieder fürs MP5 und da liegt noch mehr Munition. Da ist eine Decke. Ich glaube MP5 und Schrot sind das. Lara hüpft da hoch. Willst du da hoch hüpfen bleiben? Nein, du rutschst wieder runter. Ist in Ordnung. Wenn irgendwelche Schlangen hier sind, mögen sie jetzt ihren Kopf heben. Ach, Lara, nicht schießen, klettern. Also ich kann dir jetzt schon sagen, was die Statistik sagen wird am Ende. Ich habe häufiger auf irgendwas geschossen, was nicht da war als du. Okay. Das ist eine Statistik, mit der ich leben kann. Hauptsache, ich sterbe wieder häufiger, ne? Naja, steht noch in den Sternen. Ah, ich freue mich jetzt schon auf meine Obsttode. Das will ich dir auch gar nicht streitig machen. Obsttode darfst du so viele haben, wie du willst. Ich mag meine Obsttode. Lara, bevor wir irgendwas tun, beispielsweise sowas Blödes wie ins Wasser fallen, wir speichern. Nee, zu den Piranhas möchte ich eigentlich nicht, aber wenn die gleich mal um die Ecke schwimmen, könnte ich mal ganz schnell auf die andere Seite schwimmen und gucken, was da ist. Also, Piranhas, geht mal woanders hin. Da hinten zum Beispiel. Ich sehe da unten irgendwo ein Tor. Im Wasser. Möglich, ich schwimme jetzt so schnell, ich kann auf die andere Seite. Kommt man dann drüben raus? Ja, ich stehe auf der anderen Seite. Und da ist auf ein Hebel. Auf dem Grünzeug oder so? Nee, auf dem braunen. Auf dem braunen ist ein Hebel. Ah, ich sehe den Hebel. Ich wandere mal auf dem Festland dem Hebel entgegen. Hm?
Und es hat wieder irgendwas piek-piek gemacht. Also ist irgendwann wieder ein Tor aufgegangen. Lara, diese Ansicht ist blöd. Da hinten komme ich raus, okay. Lara, ich wollte eigentlich noch gar nicht ins Wasser, aber du trippelst. Gut, also müssen wir das jetzt machen. Haha, Piranhas, schwimm, ich bin schwimm, vor euch aus dem Wasser. Schwimm, Lara, raus da! Gut, ich weiß nicht, wo die Piranhas sind, es ist mir auch egal. Also das Tor war wahrscheinlich irgendwo da unten, ne? Also ich habe Tor im Wasser gesehen. Ich bezweifle, dass das Tor ist. Wo war's denn? Ich glaube, du, meinst so linke Seite, wenn wir ins Wasser reingucken, von da, wo wir gekommen sind. Ja. Na, ich bin mir nicht sicher, ob sich das gehoben hat. Das sieht man von hier auch so schlecht. Übrigens, auf diesem mittleren Teil scheint irgendwie was drauf zu liegen. Ja, wenn wir da hinkämen. Bestimmt, mit irgendeinem toll gezielten Sprung. Ich habe gerade gespeichert, also bin ich jetzt voller Tatendrang. Und hä? Piranhas, ich möchte mal gucken, wie ihr schwimmt, damit ich da rüberkomme. Okay, das mit dem Springen hat schon mal nicht geklappt. Das Tor ist weiterhin zu. Die Piranhas freuen sich, dass ich im Wasser bin. Aber das Tor ist aufgegangen. Welches das Tor? Gegenüberliegende Seite von der, wo wir reingekommen sind, ist ein Tor zwischen so zwei Felsblöcken aufgegangen. Unter Wasser auch. Lara, abtauchen. Aggressive Affen, die abtauchen. Schon auf mich angreifen, wenn ich sie nicht mal erschießen will. Ja, ich habe deinen Freund erschossen. Komm, und werde auch erschossen. Lara, ich weiß, dass du die Piranhas da total toll findest. Und die dich auch. Ich weiß, dass das hier alles auf gegenseitig... Wow! Wow? Also, die Viecher beißen aber schon ordentlich zu. Echt? Also ich habe eigentlich kaum was verloren, dass sie mich angenibbelt haben. Dann hat mich gerade ein ganz großer angebissen, denn ich habe noch ein Drittel. Okay. Ich versuche mal hier, da wo wir rauskommen, wenn wir dieses Tor nehmen, den Geröllhang hochzukommen. Sekunde. Das machen wir nochmal, Miss Croft. Ah, hier komme ich raus, gut. Apropos, wo habe ich eigentlich gespeichert? Ich hoffe an einer sinnvollen Stelle. Macht das hier Sinn zu sein? Ja, das würde ich doch mal als sinnvolle Stelle bezeichnen. Wo ich wieder rauskomme. Wo du bist, weiß ich noch nicht. Ich muss ja nochmal rüber zu den Piranhas und den Hebel ziehen. Okay. Ach, Lara. Schwimm, wenn du schon so blöd springen kannst und musst. Lara, da. Ach, ich kann nicht stehen. Das erleichtert natürlich so einiges. Ich fühle mich ein bisschen an die große Pyramide erinnert. So. Ah, dahin kommt wieder der nächste hochaggressive Affe. Und noch einer. Schwimmt ihr mich hier an? Pöng-Pöng? Ich hoffe, es hat nichts Wichtiges Pöng-Pöng gemacht. Hört man mich noch? Ich höre dich noch. Gut, weil gerade Judy zu mir meinte, ich habe was ausgeworfen. Ah, nicht gut. Ja. Aber wenn man mich noch hört, ist ja alles in Ordnung. Und wenn ich noch steuern kann... Ja, ich höre dich noch. Ich weiß bloß nicht, wo ich jetzt lang muss gleich. Ach, ich würde es dir gerne besser beschreiben, aber du weißt ja, wie gut wir beide im Beschreiben sind. Ganz furchtbar. Um genau zu sein, sind wir beide ganz, ganz furchtbar. Du vergisst, was du getan hast. Ich vergesse, was ich getan habe. Du klingst jetzt irgendwie leiser. Was, Lara, jetzt geht's wieder. Jetzt versuchen wir einfach mal an den Piranhas gleich vorbeizuschwimmen und gucken, was passiert. Ja, laden und speichern liegen ganz nah beieinander. Ach, du auch? Hm.
So, wo nochmal? Ja, ich muss auch nochmal ins Wasser springen. Also nach dem Hebel, ja, den du gezogen hast. Richtig. Gut, prima. Wo muss ich dann hin? Du gehst quasi dahin, wo du, dass du so auf diesen Block guckst, wo anscheinend was drauf liegt. Sekunde. Lara, springe. Also von der Seite, von der wir reingekommen sind. Also ich stehe quasi auf der Plattform beim Hebel. Plattform beim Hebel. Dann geh dahin, wo wir reingekommen sind und guck dir den Block an, auf dem was drauf liegt. Sekunde. Ach, Lara, schwimm einfach. Schwimm, 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 schwimm. Hier war gerade ein Gegner mehr. Aha, danke. So, da ist ein toter Affe. Ja, ich sehe den Block, wo was scheinbar drauf liegt. Dann springst du jetzt ins Wasser, schwimmst an dem vorbei und weiter geradeaus. Und da hat sich ein Tor geöffnet. Ich befürchte gerade, ich muss nochmal zurück zum Hebel. Mein Tor scheint nämlich geschlossen zu sein. Okay, das sollte es nicht sein in diesem Moment. Obwohl, nein, es ist nicht geschlossen. Ich habe bloß schief drauf geguckt. Oh, du bist noch nicht tot. Lara, warum hast du aufgehört, auf den noch nicht toten Affen zu zielen? Lara, wir laufen hier wie immer mit gezückten Waffen rum. Also bevor ich... Und wenn da ein Affe auf mich zukommt, erschieße ich diesen Affen. Richtig. Also bevor ich aus Versehen neu geladen habe, habe ich 4 Affen erschossen. 4? Hm? Aber dafür, ich bin auch schon ein Stück geklettert. So, und jetzt erkunden wir mal wirklich, was hier in diesem Gang ist. Der 5. Affe. Als hätte ich es geahnt. Ah, ich bin beim Speicherkristall. Aber ich habe eigentlich gar kein Leben verloren. Na gut, aber wenigstens habe ich den Speicherkristall. Das ist mal ein schöner Punkt wieder zum Warten. Richtig, ich komme dann irgendwann nach. Ich nehme noch unterwegs die Uzi-Munition mit. Da war Uzi-Munition. Wo war da Uzi-Munition? Beim Klettern. Echt? Wo? Ja. Ich bin da überall lang geklettert und habe keine gefunden. Also ich bin auf der Seite hochgeklettert, wo die, keine Ahnung, Schlammlawine oder so runtergekommen ist. Ja, ja, da musst du ja auch hoch. Und da war irgendwo was? Ja. Wo da? Ach, jetzt sehe ich sie. Ich sehe sie, ich sehe sie. Sie ist sehr grau in grau mal wieder. Sie verschwindet wieder sehr schön in der Textur. Ja, das kann hier gut gehen. Lara, oh, so zum Speicherpunkt. Wir wollten den Abwehr erschießen. Lara? Du gehst jetzt einen Schritt zurück und dann springst du nochmal nach vorne. Und dann ist da irgendwo ein Affe, den wir endlich mal erschießen. Und dann kommt da der 2. Affe, den wir jetzt auch erschießen. So. Jetzt gucke ich mich hier weiter um. Ich liege hier ohnehin schon zurück. Eben, da kann man sich auch noch ein bisschen länger umgucken. Ich sehe schon, wo wir gleich hinwollen. Und glaubt ja nicht, ich sehe euch da unten nicht, Piranhas. Hm. Ist das dann nochmal Munition? Was hast du jetzt schon wieder? Noch mehr Munition? Munition. Was habe ich wieder alles übersehen? Und warum siehst du alles wieder viel besser? Keine Ahnung. Wo ist da noch mehr Munition? Bevor du in den Gang reingehst... Ja? Kannst du ja... Lara, jetzt nichts anstellen. So, von deiner Laufrichtung aus kommend hast du den Gang dann rechts von dir. Ja. Und hast links so eine Mauer, wo dann auch eine Schräge bei ist. So ein Torbogen. Ja. Ja. Und quasi auf dem Torbogen... Oh, ich sehe es, aber wie... Das ist aber ein gewagter Sprung.
Beziehungsweise dann da wieder wegzukommen, ist ein gewagter Sprung. Wegkommen muss er sich ja einfach nur runterhängen lassen. Ja, dann muss ich ja wieder von vorne klettern. Und? Nee. Okay, ich habe den Sprung versaut, ich muss wieder klettern. Ich lade, ich habe vor dem Sprung gespeichert. Nö, jetzt kletter ich. Jetzt musst du am Speicherpunkt auf mich warten. Das hasse ich jetzt davon, dass du Munition findest. Ich war ja doch gar nicht am Speicherpunkt. Oh, du bist da gleich. Der ist nicht weit weg. Der ist eigentlich jetzt nur noch einen Affen entfernt. Also den Affen im Gang habe ich schon erschossen. Ja, dann ist er eigentlich, bist du da. Ich nehme erst Munition mit. Noch mehr neue Munition oder die auf dem Torbogen? Die auf dem Torbogen. Ich dachte jetzt schon. Nein. Ich kann nicht überall Munition finden. Ja, du hast zwei Pakete Munition gefunden, die ich absolut nicht gesehen habe. Ja, die reichen doch wohl auch. Okay, sichern wir erneut, dass wir diesmal die Munition aufgehoben haben und am Torbogen sind. Also, am Speicher, was auch immer. Speicher, was auch immer. Am Speicher halt sonst was, Kristall. Ich komm gleich nach. Ja, ich guck den Piranhas beim Schwimmen zu. Ach, sind sie nicht niedlich. Ja, wir wollen sie einfangen, abrichten und in unser Tauchbecken sperren. Damit der Quadbike-Schlüssel in Zukunft noch besser geschützt ist. Vor uns selbst. Richtig, vor wem sonst? Abgesehen von uns schafft doch niemand, das da reinzukommen. Doch, Ferdinand schafft das bestimmt. Ja, das ist Ferdinand. Ferdinand ist Hauspersonal. Irgendwer musste ja füttern. Notfalls mit sich selbst. Richtig, notfalls mit sich selbst. Lara, Eier hier nicht so rum. Bunk, bunk, bunk. Da ist wohl wer online gekommen. Fox ist online gekommen. Ah. Das ist der perfekte Moment, um was zu trinken. Also jetzt nicht unbedingt, weil Fuchs online gekommen ist, sondern weil ich hier immer noch rumöngel. Weil ich gerade Durst habe, es warm ist und ich einen Moment Zeit habe. Weil ich rumöngel. Nein, du findest wertvolle Munition. Beim Rumöngeln. Meinetwegen kannst du rumöngeln. Solange du bei Munition findest, sind wir alle damit zufrieden. Du merkst, ich mag gerade das Wort rumöngeln. Man merkt es gar nicht. Wahrscheinlich nicht mehr als ein Wort ist, aber... Es ist mir doch ganz egal, ob das ein Wort ist. Wir erfinden hier doch dauernd neue Wörter. Vor allem benennen wir Sachen. Ich habe den Speicher-Heilkristall gefunden. Super! Hast du da auch gespeichert und geheilt? Geheilt, ja. Speichern kommt gerade. Sehr schön. Speichern. Und? Ach, die schwimmen aber süß. Also ich glaube, wir müssen rüber zum Baum. Ja, glaube ich auch. Hep. Das Problem ist, da hinten liegt Munition. Ach, Lara! Da würde ich jetzt gerne hin, zu der Munition. Aber wie komme ich da hin, zu der Munition? Ich muss es erstmal auf den Baum schaffen. Und von da möchtest du bestimmt auch zur Munition. Garantiert. Oh, ich glaube hier... Da unten war ich mal. Da liegt immer eine tote Schlange. Ja, das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass du da schon mal warst. So, jetzt bin ich hier. Lara! Das war äußerst dumm. Das war äußerst dumm. Lara, das war äußerst dumm. Das ist, ja. Das ist die klassische Aussage beim Tomb Raider-Spielen. Ja, der erste Sprung zum Baum war so wunderschön. Mhm. Dann habe ich die Taste nicht von der Springtaste gelassen. Lara, da war eigentlich was mit gut, dass ich gerade gespeichert habe. Lara, nimm Anlauf und dann spring. Okay, ich springe ein Stück zurück und dann springe ich sofort wieder nach vorne. Ja, besser als wenn du dreimal nach vorne springst. Und, wie kommt man an die Munition? Mit einigen gut gezielten Sprüngen. Ich bin noch nicht da, aber... Okay. Weit kann es nicht mehr sein. Da ist sie! So, Lara, was ist denn das für Munition? Im schlimmsten Fall für einen Granatwerfer. Nee, noch mehr Desert Eagle.
So, Lara, jetzt müssen wir nur noch den Weg zurück schaffen. Lara, das ist fein. Fein, 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 fein. Geh bis zur Kante. Komm ich da rüber? Ist da vielleicht ein Geheimnis? Lara, das war dumm. Vor allem war das zu weit. Oh, lass da ein Geheimnis sein. Das sähe so cool aus, wenn da ein Geheimnis wäre und ich diesen Sprung schaffen würde. Lara, du hättest dich da durchaus mal festhalten können. Nöde Munition haben. Habe ich das gut genug geklärt? Ich finde, du hast Lara eindeutig klar gemacht, was du von ihr erwartest. Gut. Wenn ich Lara wäre, wüsste ich jetzt, dass du diese Munition haben möchtest. Richtig. Lara, ich will, dass du diese Munition holst. Und damit wir diese Sprünge nicht nochmal machen müssen, speichern wir das. Okay, dahin kann ich mich offensichtlich nicht festhalten. Schade. So. Ich bin wieder auf unserem Anfangsbaumstumpf. Ich noch nicht. Ich bin gerade mal nicht über den Baumstumpf mit der Desert Eagle Munition geflogen. Das ist schön. Ich sehe da hinten ein kleines Medipack. Das möchte ich auch noch haben. Lara! Hüp, hüp. Lara! Segel durch den Wasserfall! Lara! Und falle dann nicht zu den Piranhas runter. Danke! Okay, denn Lara, das wäre gar nicht toll. Ja, es ist ein Weitersprung. Du kannst dich am Ende mit festhalten, indem du auf der Kante festhalten, indem du auf die Kante festhalten Taste drückst. Genau. Am besten so, dass du auch in die richtige Richtung springst. Nein, das war einer ohne Anlauf. Okay. So. Munition geholt. Anfangs Baumstamm erreicht. Ich höre doch schon das Schlangengeräusch. Wo ist sie? Also das wird ein Sprung mit Anlauf, wenn überhaupt. Ich sehe sie. Aber ich weiß nicht, ob das die ist, die ich nicht schon mal erschossen habe. Nee, da wo ich eine höre, dürften wir eigentlich noch nicht gewesen sein. Gut, also ich sehe eine, aber ich höre noch keine, insofern. Okay, hier sollte ich nicht einfach so runterfallen. Das wäre wahrscheinlich dumm. Nun frage ich mich dann, was ich hier mache. So, also das kleine Medipack habe ich schon mal. Eben, und in der Höhle dahinter höre ich ziemlich laut eine Schlange. Nur sehe ich gerade nicht, wo ich hier weiterkomme. Also ich habe eine unten im Gang unter der Schlange gesehen. Unter dem. Unter dem Medipack ist ein Gang? Ja, also wenn du auf der Anfangsplattform, wo du zum Baumstumpfgedöns mit dem Medipack rüber kannst, stehst. Ja. Unter dem Wasserfall ist ein anderer Gang und da liegt zumindest so eine Schlange und ich weiß nicht, ob ich die schon erschossen habe. Dann wird das wahrscheinlich die sein, die ich höre. Insofern. Hm. Oder Fackeln. Ich frage mich nur gerade, ob ich da runter möchte. So, mal gucken. Schlange ist hörbar. Das war jetzt nicht der Plan, mitten in die Piranhas reinzufallen, Lara. Richtig, das war nicht ganz der Plan. Aber ich bin immerhin schon mal unbeschadet unten. Ja, und ich wurde von der Strömung weggetragen. Okay, da kommen wir aber nur dahin, wo wir schon mal waren. Also neu laden. La 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 la. La 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 la. Wir hätten zwischenzeitlich nochmal speichern sollen, ne? Beispielsweise, als wir das Medipack hatten. Gut, ich muss jetzt. Das wäre voll cool gewesen oder so. Ich muss jetzt also einen intelligenten Weg darunter finden.
mal ran in das Mini-Pocket. Das war kein intelligenter Weg darunter, Lara. Und dann, Lara, speichern wir, dass wir das Medipack haben. Einfach, weil wir speichern können, dass wir das Medipack haben. Weil wir diese lustige PC-Version spielen. Okay, Lara, das laden wir jetzt nochmal. Lara! Lara Croft. Lara, guck mal ein bisschen intelligenter dich um, damit ich sehen kann, ob die Schlange unten aufgestanden ist. Insofern Schlangen halt aufstehen können. Lara, pendel nicht so lang, hangel darüber. Speichern wir mal, dass wir hier stehen, Lara. Die Schlange hat sich bewegt. Scheinbar guckt sie in die andere Richtung. Also müssen wir von einer anderen Seite als der geraden Angepeilten lang gehen können, Lara. Ja, ja. Das macht sogar Sinn, was ich hier gerade mache, glaube ich. Aber das muss man auch erstmal kommen, dass darauf kommen, dass Lara das überlebt. Ich hoffe mal, ich bin hier richtig. Lara, bevor wir hier jetzt irgendetwas tun, speichern wir. Ist das klar? Hey Schlange, ich sehe dich! Lara, das werden wir nie überleben. Ich hatte recht, das überleben wir nicht. So, bei mir ist die Schlange tot. Dann verrat mir mal, wie du zur Schlange hingekommen bist. Es ist ein Sprung, von dem ich geglaubt hätte, dass man ihn nicht überleben kann. Stell dich dahin, wo du das Medipack gefunden hast. Sekunde. Lara, Waffen wegstecken, wir müssen zum Medipack zurück. Lara, ganz vorsichtig nach vorne gehen, dann zurücklaufen, dann vorwärts und dann wieder... Das kriegen wir alles schön hin. Lara, 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 geh da vorne. Dreh dich ein wenig. Nur ein wenig. Geh zurück, spring wieder. Ja, ich stehe am Medipack-Sammelpunkt. Okay, und wenn du jetzt so ein bisschen dich umguckst, siehst du ja so gegenüber ein Ufer vom Fluss. Ja. Da kannst du hinspringen, ohne zu sterben. Das grüne Zeug mit dem Stein daneben. Ja, richtig. Das ist ein sicherer Sprung. Naja, er tut aber weh. Nee, mich hat er nicht mal verletzt. Also mir tat er weh. Ja gut, vielleicht hast du einen anderen Absprungwinkel genommen als ich. Durchaus möglich. Lara, du kannst so wunderbar gut gegen irgendwelche Dinger gegenhüpfen. Ja, das ist ihr Hobby. Da solltest du eine Medaille für bekommen. Oh Gott. Ich höre schon wieder Affen! Ja. Und ich speichere mal lieber. Ich soll gerade wo reinkrabbeln, wo Grasbüschel sind. Stehen Sie sofort auf, Croft. So. Lara, da. Schlange. Ich sehe die die nette Schlange doch schon. Ach, blödes Vieh. Ich erschieße dich jetzt und dann nehme ich mir das Medipack. Ja, du blutest so schön. Violett vor allem. Ist mir egal. Hauptsache, sie ist tot. Ja. Und was haben wir jetzt gefunden? Oh, ich habe jetzt 56 Fackeln. 56? Ja. Ich habe 47. Oh. Ich habe auch vorhin schon wieder eine benutzt. Nö.
Ich mag's nicht, wenn komische Musik spielt. Das wird mich bestimmt irgendwas umbringen. Ach, warte, das war hier alles. Es ist ein Tomb Raider, alles will dich umbringen. Daran nutzt man schon das kleine Medipack, da war gerade wieder was Vergiftendes. Ich hab's nicht genau erkannt. Könnte eine Schlange sein. Lara, nee. Okay, die Schlange Lara, ist tot. Möchtest du da hochspringen und dich festhalten? Nein, möchtest du nicht. Warum wundert mich das nicht? Lara, möchtest du da stehen, hochspringen und dich festhalten? Ja, möchtest du. Möchten wir wissen, wo die Affen sind, die wir hören? Singular. Möchtest du den Affen? Ich sehe den Affen. Meinen ersten Spielstand von heute behalte ich mal, falls was schief geht. Du, Lara? So drehen. Da sind wir ja gerade nochmal rechtzeitig weggekommen. Wow! Nette Statue! Nein, da krabbel ich noch nicht rein. Nette Statue, die Schrotmunition zu ihren Füßen liegen hat. Ja, sowas opfert man halt indischen Göttern. Schrotmunition. Natürlich. Was sollte man denen auch sonst opfern? Affen? Nee, da hat man ja nicht genug von. Nee, die sind ja alle für die Touristen zum Abschuss freigegeben. So, da gucken wir uns mal genauer um. Weil ich fühle mich hier irgendwie sehr gesackgast. Lara, ich will nicht zu den Grasbüscheln. Aha! So, da haben wir noch mehr Schrot. Was uns alle sehr freut. Nein, Lara. Pack die Waffen wieder weg. Krabbel rückwärts. Krabbel so nah als... Wieso willst du nicht auf die Schlange schießen, wenn sie da schon liegt? Und ich sie doch immerhin sehe. Was bist du? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe unseren ersten Bossgegner gefunden. Cool. Gar nicht cool. Lara, renn bitte. Lara, kannst du da bitte hochklettern und dich vor dem Viech in Sicherheit bringen? Lara, möchtest du diese Schlange bitte einmal aus ihrem Versteck locken? Hey, du bist ja wie wären das Ninjas? Nur cleverer. Lara, offensichtlich hast du es erschossen. Ich bin sehr stolz auf dich. Also ich speichere mal, dass ich das Viech getroffen... Obwohl, ich habe gespeichert, bevor ich in den Raum gegangen bin, also... Also wenn du schon wieder vom ersten Endgegner sprichst... Ja? Will ich da schon gar nicht hin! Also ich habe jetzt nochmal neu geladen, weil ich jetzt weiß, dass er kommt und mich besser darauf vorbereiten kann. Könntest du bitte aufhören zu spielen? Brrr, sag es ihnen. Sag es ihnen laut und klar, komischer Bossgegner. Du bist ein starker, unabhängiger Bossgegner. Musste man diese Schlange nur einmal treffen, die um die Ecke kommt? Nö, ich hab sie ein paar Mal getroffen. Okay, weißt du was, Lara? Wir machen jetzt unsere beliebte Taktik. Springen, warte, springen, schießen, springen. Komischer Bossgegner, bitte, bitte, bitte. Ha, so,
Geht doch. Springen und schießen, Lara. Das ist unsere Methode. Also seitwärts springen und schießen. Hier sind wir voll gut. Bossgegner, es ist unschön, Lara gegen eine Wand zu drücken. Und würdest du bitte aufhören, da uns zu blocken? Lara hat auch Gefühle. Und geblockt werden gehört nicht zu ihren Lieblingsgefühlen. Jetzt sind wir sicher, dass es manchmal blutet, wollen oder? Wollen wir nicht. Aber da ist der einzige Weg zu sein scheint. Speichern wir! Rutschen mit gezogenen Waffen überall hin runter. Ah. Sarah, wir sind auf der richtigen Seite runtergerollt. Du musstest nicht noch ein Stück vor dem Felsen wegrennen, so wie ich. Nee. Der liegt da ganz ruhig und entspannt. Und Lara, das speichern wir. Ich hoffe sehr, dass man diesen Gegner besiegen kann und ich will nicht den Quatsch machen. Lara in Ecken stellen ist bei solchen Gegnern meistens fatal. Also das klingt so, als wäre diese lustige Statue mit den vielen Stein-Schwertern mein Endgegner. Nee, die steht da ganz ruhig und gelassen. Also das heißt, ich kann die Munition noch ganz entspannt mitnehmen, ja? Ja, ja. Und der Gegner kommt erst danach. Richtig, der Gegner kommt erst im nächsten Raum. Ach gut. Ich meine, ich könnte auch mal probieren, was hier passiert. Gut, probieren wir mal einfach eine andere Strategie und die heißt Hebel ziehen. Hebel ziehen! Eine andere meiner Lieblingsstrategien. So, was ist jetzt passiert? Ich dachte, Button-Mashing ist eine totale super Strategie. Ja, auch, aber wenn ich Hebel finde, ziehe ich auch an den, wenn es sein muss. Nein, Lara, du sollst die Kiste jetzt nicht wieder wegschieben! Okay, ich habe eine Tür geöffnet. Ich warte trotzdem mal im Speicherpunkt auf dich, bis du auch am Hebel gezogen hast. Lara, da wollen wir nicht rein. So, komischer Bossgegner, da stehst du gut, da lässt du mich in Ruhe. Und dann kann ich hier, bis Kai Kai am Hebel gezogen hat, können wir uns gegenseitig belauern. Ich mit gezogenen Waffen, du mit gezogenen Waffen. Also jeder auf seine Art bereit, den anderen umzubringen. Ach Gott, oh 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 Gott. Nein, Lara! Lara! Doch nicht so. Oh, da oben ist ein Speicherkristall. Richtig, da stehe ich gerade. Nein, Lara, pack die Waffen weg. Ich habe gesagt, du sollst die Waffen wegpacken. Das sage ich dir sehr selten, aber jetzt pack mal die Waffen weg. Okay, das war kein Hebel. Jetzt muss ich nur noch den Hebel finden. Richtig. Oh, warte. Sekunde eben. Ja. Ach, wir richtig. Müssen das benennen. Es ist wieder höchste Zeit, die Bücher auszupacken. Meine Damen und Herren. Sekunde. Fremdwörterbuch habe ich. Meine Damen und Herren, das neueste aller neuesten Viecher. Heißt? Heißt eindeutig Stopp und Links. Also, es heißt nicht Stopp und Links, sondern. Gangren! Wie heißt es? Gangren! Das klingt sogar wie ein cooler Gegnername, aber was ist Gangren? Absterben des Gewebes bezeichnet man als Gangränestieren. Okay. Hi, Gangren. Eigentlich Gangren, die lateinisch-griechisch in der Medizin, was wie Brand. Okay. Das ist Gangren. Richtig, das ist Gangren. Guckt ihn euch an. Rennen wir vor Gangren weiter weg. Ach, Lara! Stell dich nicht so an! Lara, wir sind irgendwo reingefallen. Gut. Und haben einen Hebel gefunden. Oh, ich habe noch einen Hebel gefunden. Beim Warten. Gegangen.
Gang rein. Wo hockst du denn? Und noch ein Hebel beim Warten. Ich weiß jetzt nicht, was aufgegangen ist, aber es ist was aufgegangen. Oh, oben am Speicherkristall sind ja auch zwei Hebel. Genau, die habe ich gerade gefunden. Lara, wir zählen noch an diesem Hebel. Und jetzt ist noch eine Tür aufgegangen, das haben wir gehört. Ich weiß noch nicht, welche.